Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute will ich mal ein Thema ansprechen, was mich der letzte wieder selber betroffen hat. Und zwar geht es um Waschmaschinen und in dem Fall korrekter gesagt um das Flusensieb. Und noch korrekter ausgedrückt, was passiert eigentlich, wenn ich das Ding nicht mehr öffnen kann? Denn wie wir alle wissen, wir müssen dieses Flusensieb sowieso immer mal reinigen, denn diverse Stoffteile, die sich beim Waschen lösen oder ähnliche Kleinteile, irgendwelche Dinge, die man in den Taschen vergisst, das fängt sich früher oder später alles hier unten in diesem Flusensieb. Und wenn dann dieses Flusensieb gefüllt ist oder mehr zu sagen durch Teile blockiert ist, kann dann das Abpumpen nicht mehr ordnungsgemäß durchgeführt werden oder die Pumpe an sich blockiert sogar. Was allerdings auch manchmal passiert, da das Flusensieb so aufgebaut ist, wenn man es aufschraubt, dass da drin, oder mehr zu sagen, dass an diesem Aufschraubmechanismus noch meistens ein Mechanismus dranhängt, kann es auch sein, dass Teile in diesem Flusensieb diesen Mechanismus blockieren und man kann nun diesen Flusensieb nicht mehr öffnen. Dann bleibt dann meistens nur noch, dass wir hier den Service anrufen und den danach schauen lassen. Das kann aber auf lange Sicht sehr teuer werden, besonders wenn man die Anfahrt und die Abfahrt mitberechnet, kommen da ganz schnell mal 50 bis 200 Euro zustande, nur für ein verstopptes Flusensieb. So, nun stellen wir uns mal vor, wir hätten hier Wäsche gewaschen und die Waschmaschine pumpt auf einmal nicht mehr ab. Jetzt tue ich euch mal Schritt für Schritt erläutern, wie ich dieses Problem dann in den Griff bekomme. So, als allererstes schalte ich die Waschmaschine aus. Hier das Programm Abpumpen zu wählen wäre sinnlos, weil ja die Pumpe eh verstopft ist. Als nächstes begeben wir uns hier zum Flusensieb und jetzt müssen wir Folgendes beachten. Der komplette Körper ist ja noch mit Wasser gefüllt. Da wir nicht abpumpen können, müssen wir das Wasser ablassen. Viele Waschmaschinen haben dann hier so einen Schlauch. Da müsst ihr aber mal in der Bedienungsanleitung nachschauen. Das ist bei manchen Waschmaschinen auch etwas anders gelöst. Den zieht ihr einfach heraus. Sucht euch einen ziemlich großen Eimer und öffnet einfach diesen Schlauch und lasst das Wasser aus der Waschmaschine entweichen. Ihr müsst wahrscheinlich mehrere Ladungen Wasser hier wegtransportieren. Das heißt einfach Deckel wieder schließen, Wasser wegschütten und diesen Schritt so oft wiederholen, bis die Waschmaschine vollkommen leer ist. In meinem Fall ist sie jetzt entleert. Also Schlauch wieder weg. Ihr könnt ihn gegebenenfalls auch offen lassen, falls hier sich durch die Bewegung der Waschmaschine noch ein bisschen Wasser unten ansammelt, kann das hier noch ablaufen. Aber ich schließe das jetzt mal, um jetzt irgendwelche Sauerei zu vermeiden. Schiebe den Schlauch wieder hinein, dass er uns nicht stört. Und jetzt kommen wir hier zum reinen Flusensieb. Normalerweise wird man das jetzt hier öffnen, den Fremdkörper entnehmen und alles ist wieder okay. Aber in meinem Fall habe ich jetzt hier den Fall. Ich kann ihn zwar ein Stück aufdrehen, aber direkt öffnen lässt er sich nicht, weil irgendwas in diesem Flusensieb diesen Mechanismus verklemmt. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das Problem ganz schnell lösen könnt. Am besten ist jetzt hier, ihr besorgt euch eine zweite Person, denn so eine Waschmaschine ist sehr schwer. Und wir legen jetzt die Waschmaschine erstmal auf die Seite. Hierfür würde ich euch empfehlen, legt euch eine Decke auf den Boden, damit ihr auch nichts verkratzt. Und wie gesagt, wichtig, ihr müsst vorher das Wasser aus der Waschmaschine abgelassen haben. Zieht den Stecker und trennt sie vom Wasseranschluss, schließt alle Hähne, sodass nichts mehr schief gehen kann. So, und jetzt habe ich die Waschmaschine einfach auf die Seite gelegt. Hier vorne ist unser Flusensieb. Ich mache es nochmal auf, damit man es erkennt. Und hier sieht man jetzt das Flusensieb unter der Waschmaschine. Bei den meisten Waschmaschinen sind die Körper unten offen. Falls nicht, müsst ihr hier eventuell eine Blechplatte dafür abnehmen. Um jetzt hier das Flusensieb von außen quasi zu reinigen, gehen wir ganz einfach vor. Wir sehen hier die Anschlüsse. Das hier ist der Schlauch zum Ablassen des überschüssigen Wassers, was ich euch von draußen vorhin gezeigt habe. Und hier haben wir den Schlauch, der direkt mit der Trommel verbunden ist. Das heißt, hier rüber fließt das Wasser in den Flusensieb, in die Pumpe und wird dann abgepumpt. Und hier haben wir meistens auch das Problem, wo die Blockierung auftritt. Da haben wir hier so einen Schnellverschluss, der ist extra so hergestellt worden, dass man ihn schnell öffnen und schließen kann. Das ist einfach nur so ein Bügel, so ein Metallbügel. Den kann man mit zwei Fingern einfach so zusammendrücken. Falls ihr nicht genug Kraft in der Hand habt, nehmt ihr hier einfach eine kleine Zange. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Wasserpumpenzange, um es euch mal zu demonstrieren. Die stellt ihr euch auf eine gewisse Größe ein, dass das passt. Setzt die einfach hier an und drückt das so zu. Jetzt könnt ihr den ganzen Mechanismus nach unten abnehmen. Vorsicht, hier könnte Wasser noch drin sein.
Jetzt geht ihr mit eurer Hand in diese Öffnung hinein und schaut einmal, was sich hier in diesem Flusensieb drinnen befindet, indem ihr einfach ganz tief hineingreift und abfühlt, ob sich da ein Fremdkörper drinnen befindet. Und wenn ihr den habt, versucht ihr den zu erfassen und einfach herauszuziehen, wie in diesem Fall eine Schraube. Ich hatte hier aber auch schon Geldstücke drinne. Besonders kritisch bei mir waren bis jetzt immer diese 2-Euro-Münzen. Wenn man die in der Hosentasche hat beim Waschen, fallen die manchmal auseinander und der äußere Ring dieser 2-Euro-Münze blockiert auch gerne das Flusensieb auf diese Weise. So, nachdem ihr nun hier diesen Fremdkörper entfernt habt, schaut ihr nochmal nach, ob auch wirklich nichts weiteres hier drinne den Mechanismus blockiert und könnt nun wieder euer Rohr hier aufbringen. Dazu steckt ihr es so leicht an. Nehmt wieder eure Wasserpumpenzange und schiebt den Schlauch so weit auf, bis er komplett auf dem Rohr aufsitzt und lasst dann einfach hier diesen Verriegelungsmechanismus wieder gehen. So, und damit habt ihr das Rohr wieder ordnungsgemäß angeschlossen. Ihr könnt hier nochmal dran ziehen, um zu schauen, ob das auch wirklich alles hinhaut und auch wirklich alles dicht ist. So, nachdem wir das nun alles gemacht haben, müsste sich auch unser Mechanismus hier wieder vernünftig öffnen lassen. Das probieren wir einfach mal aus. Und jetzt habe ich nichts mehr drin, was es blockiert und kann nun hier mein Flusensieb ohne Probleme öffnen. Hier könnte auch noch etwas Wasser austreten, deswegen eventuell hier auch einen Eimer drunter stellen oder einen Lappen und können diesen Mechanismus einfach herausziehen. So, und hier seht ihr jetzt auch, warum das blockiert hat, denn hier haben wir lauter solche, tja, Öffnungen und hier kann sich dann ein Gegenstand, der aus dem Rohr kommt, mit diesen Öffnungen verkeilen, indem er einfach hier hineinfällt und nicht weiter durchfällt. Und ihr wollt jetzt diesen Mechanismus öffnen, dann könnt ihr zwar hier das aufdrehen, aber den Mechanismus nirgendwo mehr hinbewegen und auch nicht mehr herausziehen. Und das blockiert dann meistens die Geschichte. So, jetzt könnt ihr hier nochmal hineingreifen, den Flusensieb ordentlich reinigen, den Flusensieb wieder vernünftig schließen. Wichtig, ihr müsst ihn dicht verschrauben, aber nicht zu fest, denn es ist meistens alles nur Plastik hier und das geht auch ganz schnell kaputt. Und somit ist die Waschmaschine jetzt sofort wieder einsatzbereit. So, und jetzt braucht ihr euer Gerät nur noch wieder anzuschließen, alle Verbindungen wiederherzustellen, die Wasserhähne zu öffnen und könnt dann sofort wieder loslegen. Schaut nochmal, ob dann auch alles dicht ist, nicht dass irgendwo Wasser aus der Waschmaschine austritt. Wenn ja, müsst ihr dann überprüfen, wo das herkommt. Habt ihr vielleicht den Schlauch nicht richtig angebracht oder ähnliches? Und damit habt ihr das Problem gelöst und eine Masse, Masse Geld gespart. Hier dieser Einsatz hat keine 10 Minuten gedauert und effizient kann man hier für den Service 50 bis 200 Euro einplanen. So, das war's heute von meiner Seite. Damit sage ich hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.